Herzlich willkommen zu diesem Test und Unboxing. Wir haben von Rocco eine Startpackung Maßstab H01:87. Wir werden das Set jetzt gemeinsam auspacken und dann natürlich aufbauen und ausführlich testen. Ja, hier seht ihr das Ganze auch schon. Ist ein bisschen mehr im Einsteigersegment verordnet. Sieht man auch schon an der Aufmachung der Verpackung. Und wir schauen mal von außen drüber. Also wir haben hier einen Güterzug mit zwei Wagen, eine analoge Steuerung und das Rocco-Gleis ohne Bettung. Spielvergnügen von Anfang an, ein moderner Diesellok der DBAG BR215, zwei Güterwagen, 12 gebogene Gleise Rocco-Line R2, ein Netzteil und ein Handregler. Das war es auch schon von Infos von außen. Daher nehmen wir mal die Umverpackung ab und schauen mal rein. Wir holen uns die Lok raus. Erstmal das Wichtigste. Bisschen mit Styropor voll, aber sieht eigentlich ganz schick aus. Hier fehlt ein Puffer. Ansonsten sieht die wirklich wie neu aus, finde ich gut. Also das Set ist gebraucht, das habt ihr jetzt gesehen, habe ich jetzt mal nicht erwähnt. Ja, Lok bis auf den fehlenden Puffer, den kann man hier ersetzen, sieht sie echt gut aus. Gefällt mir wirklich sehr gut, ist auch schwer und massiv und offen in den Details. Kann man jetzt nichts Negatives sagen, finde ich. Hier noch ein bisschen Styropor wegmachen. Dann sieht die eigentlich ganz gut aus. Ja, also Lok ist schon mal ein großer Pluspunkt. Wir sehen sie gleich auch noch in den Nahaufnahmen, aber bisher gefällt sie mir schon mal ganz gut. Ja, hier dieser Niederbordwagen. Sieht eigentlich auch ganz nett aus. Finde vom Farbton etwas zu grell. Ich schaue mal, ob das der gleiche Ton ist, den die Lok auch hat. Also ich finde, der Wagen hier hat ein bisschen so eine Art Neonton. Das ist grenzwertig, aber okay. Wir schauen mal, wie es gleich auch in Bewegung aussieht. Dann haben wir noch diesen Wagen hier. Netznotfalltechnik. Ja, hier kann man leider nichts öffnen. Das ist eher schwach. Hier hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber ja, sieht eigentlich auch ganz ordentlich aus. So, dann haben wir das Gleis. Hier ist das Rocco-Gleis. Wirkt relativ stabil, finde ich. Das ist okay. Wir schauen mal, wie sich die Gleise zusammenstecken lassen. Und wer aufgepasst hat, hier fehlt schon ein Stückchen. Hier fehlt dieses Teil einmal. Ja, müssen wir mal gleich gucken, wie das dann am Ende passt. Also wir versuchen mal zusammenzustecken. Klappt ganz gut. Hält auch gut. Ja, kann man nichts sagen. Das passt. So, wir schauen noch schnell über den Handregler drüber. Der sieht, finde ich, sehr gut aus. Sieht auch irgendwie modern aus, obwohl das Set wahrscheinlich ein bisschen älter ist. Ja, er hat für jeden Punkt wie so eine Ratschfunktion. Ich habe es mal ans Mikro gehoben, damit ihr das besser hört. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Kann man nichts sagen für einen Handregler. Ja, okay, dann baue ich mal auf und wir schauen uns das Ganze in Aktion an. So, ich habe den Zug aufgesetzt, das Gleis installiert. Das ist nur ein Kreis, kein Oval. Und ich muss sagen, so ein Kreis ist schon sehr wenig, ne? Also seht ihr selbst, sieht schon nach nichts aus. Aber gut, wir probieren mal. Wir geben mal ein bisschen Gas. Ja, der Zug fährt. Lässt sich ganz gut starten. Ich sehe mal noch kein Licht. Wenn man mehr Gas gibt, kommt auch ein bisschen Licht, glaube ich. Ja, vorne leuchtet was. Wir gehen mal näher ran. So, wir fahren mal in die andere Richtung. Geht auch problemlos. So, viel mehr gibt es ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht aus zum Auszuprobieren. Ich werde euch gleich noch ein paar Nahaufnahmen machen, aber aus meiner Sicht, wenn es nicht mal zwei gerade Gleise gibt, ist der Spaßfaktor so niedrig. Man kann ja echt gar nichts machen außer im Kreis fahren. Selbst für Kinder, ja, schwierig. Ich glaube, ich kann hier keine Empfehlung geben. Also wirklich nur im Kreis ist so sinnbefreit. Auch für eine Startpackung, finde ich, gehört mindestens ein kleiner gerader Abschnitt dazu, wenn nicht auch eine weiche.
Ja, also ich finde die Lok echt schön und die wirkt auch hochwertig für so ein günstiges Startset, aber von dem Gleis, das dabei ist, wirklich sehr, sehr schwach. Ja, in diesem Sinne, schreibt mir mal bitte dazu, was ihr davon haltet. Jetzt gibt es noch ein paar Nahaufnahmen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wie immer wird alles beantwortet und wir sehen uns beim nächsten Video.